Gestern hat in Österreich die Zentralmatura begonnen. In diesen Tagen sind jetzt die großen Fächer an der Reihe. Heute etwa sitzen 45.000 Schülerinnen und Schüler über der Deutschmatura. Und in rund einem Monat folgt dann die mündliche Matura. Und damit verbunden oft auch die Frage, wie trete ich da am besten auf? Und diese Fragen kann uns heute der Kommunikationsexperte Georg Wawschinek beantworten. Herzlich willkommen, Herr Wawschinek. Schönen guten Tag. Bei der Vorbereitung ist natürlich auch eine wichtige Frage immer, was ziehe ich an? Wie schaut das aus? Sind unsere beiden Outfits Matura-tauglich? Ja, wahrscheinlich wäre ich sogar ein bisschen zu sportlich, würde ich mal sagen. Zu sportlich? Naja, möglicherweise. Ja, aber so, also die Grundregel ist immer eigentlich die, es muss natürlich dem Anlass entsprechend sein, das heißt durchaus elegant und gehoben. Allerdings ist eines ganz wichtig, man sollte sich nicht unbequem machen. Also was man dann oft als Fehler macht, ist, dass man sich vor so einem Auftritt, und das ist die Matura, was Neues kauft, dann zieht man das ja nie an, dass das ja auch nicht verknittert oder schmutzig wird. Und dann hat man es das erste Mal bei der Matura an und ist einfach fremd in dieser Kleidung. Also ich empfehle durchaus, wenn man auch was Schönes hat, sich das vorher ein paar Mal anzuziehen, dass man sich daran gewöhnt. Und es sollte natürlich trotzdem auch bequem sein, gerade wenn man sich vorher zum Beispiel bei der mündlichen Matura im Sitzen vorbereitet, das schnürt alles ein, das ist alles zu eng, dann ist es auch unangenehm. Also passend, aber trotzdem bequem. Und wenn ich dann wirklich dahin treten muss vor die Prüfungskommission, wie trete ich da am besten auf? Also wie schaut das aus mit der Gestik oder Mimik oder auch mit der Haltung ganz einfach? Wie stelle ich mich da am besten hin? Also fangen wir mal mit dem Stehen und dem Stand an. Ich zeige es hier vielleicht kurz. Was man manchmal sieht, und ich sehe das vor allem bei jungen Damen öfter, dass die dann irgendwie in so einen Stand gehen, wo man irgendwie so steht. Das wird dann ein bisschen unruhig. Ja. Dann kommt manchmal noch dieser Achsenknick dazu, dass man sich so ein bisschen einknickt. Dann schaut das alles so ein bisschen lieb aus. Also ich empfehle einen Stand, wo am besten die Füße parallel stehen. Man kann das sogar ausprobieren, wenn man ein bisschen vor- und zurück wippt, dann pendelt man sich hier in der Mitte ein und dann ist man genau in dem perfekten Stand und steht ganz genau richtig. Was die Gestik betrifft, da gibt es auch einen Tipp. Die Schwierigkeit ist oft, wenn man dann an einem Tisch steht, ist es einfach. Da nimmt man die Hände dazu und gestikuliert. Und wenn jetzt plötzlich der Tisch weg ist, weiß man plötzlich nicht, was soll man mit den Händen tun. Da empfehle ich, macht man genau so, als wäre hier ein Tisch, man hebt die Hände und gestikuliert. Und genau so sollte die Gestik auch sein, wenn man frei steht. Also unbedingt dazu verwenden, nicht irgendwo wegsperren oder die Hände nach hinten geben. Die gehören zu unserer Sprache dazu. Also die Hände ungefähr auf Bauchhöhe, auf Tischhöhe. In etwa, aber das Wichtigste ist, dass man da ja nicht irgendwie so bleibt, sondern dass man sich hier wirklich die Möglichkeit gönnt, auch mit den Händen zu sprechen. Das ist so ein wichtiger Teil unserer Sprache. Und wenn man sich das wegsperrt, dann wird das furchtbar steif. Und von der Handsprache zur richtigen, zur normalen Sprache, das ist natürlich ganz wichtig, wie man sich da ausdrückt. Jetzt gerade am Land sprechen ja viele Menschen Dialekt im Alltag. Und wie ist das dann bei der Matura? Muss ich dann, auch wenn ich sonst eigentlich immer Dialekt verwende, Hochdeutsch sprechen? Was würden Sie da raten? Also erstens, es muss verständlich sein, das ist mal die Grundprämisse. Ansonsten würde ich da aber nicht viel herumschrauben. Ich sende hier auch eine kleine Botschaft an die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn man über viele Jahre von den Schülern nie verlangt hat, Hochdeutsch zu sprechen, auf gut Deutsch, wenn man es ihnen nicht beigebracht hat, Hochdeutsch zu sprechen, dann bitte lasst es bei der Matura so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Wenn man da plötzlich das erste Mal versucht, Hochdeutsch zu sprechen, dann wird das ganz eigenartig und ist eine unglaubliche Belastung. Also man sollte sich treu bleiben, solange es verständlich ist, passt es wunderbar. Und niemand wünscht sich das, aber es wird vermutlich Fragen geben oder es kann ja vorkommen, dass es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Also man sollte erstens mal, ich habe da auch natürlich vorher mit Professorinnen und Professoren recherchiert, man sollte niemals sagen, ich weiß es nicht, denn dann sind es mal null Punkte. Was man durchaus machen kann, wenn man gerade eine Frage nicht weiß, ist, dass man sagt, ich weiß die Frage, ich kann es jetzt gerade nicht beantworten, bitte fragen Sie mich später nochmal. Dann kommen andere Fragen und dann kommt man nochmal auf die Frage zurück. Das macht sehr viel Sinn, wir wissen das aus der Gehirnforschung, so Gedächtnisexperten wissen das, wenn man was nicht weiß und dann konzentriert man sich auf das, was man nicht weiß, dann schaltet plötzlich das Hirn ganz aus, dann kommt man in so einen engen Korridor. Wenn man sagt, ich nehme den Fokus kurz weg, ich bin bei anderen Fragen und komme wieder zurück, dann kommt meistens wieder der richtige Gedanke ins Spiel. Ein bisschen Zeit schinden, also, und kann man sich da auch Notizen machen eigentlich? Ja, also in der mündlichen Prüfung hat man in der Vorbereitungszeit die Möglichkeit, Notizen zu machen, würde ich auf jeden Fall tun, die kann man auch mitnehmen.
Wichtig, leserlich schreiben, strukturiert schreiben, die wichtigsten Stichworte aufschreiben. Das ist für die mündliche Prüfung gut. Bei der Fachbereichsarbeit und der Diplomarbeit hat man ja zu Hause Vorbereitungszeit und die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Da empfehle ich unbedingt, möglichst viel zu üben. Also sich vor Bekannte, vor Freunde, vor die Eltern stehen. Einfach üben, dass man das gewohnt wird. Was hier die Notizen betrifft, vielleicht noch ein Tipp. Man kann, wir sehen es bei Ihnen ganz wunderbar, natürlich solche Kärtchen verwenden. Ganz elegant ist es, wenn da zum Beispiel so wie hier im Kärtchen dann hinten zum Beispiel das Logo der Schule wäre oder das Logo der Fachbereichsarbeit, dann macht das schon sehr schön einen professionellen Eindruck. Und abschließend die Frage aller Fragen, sicher für viele Kandidatinnen und Kandidaten, wenn das Lampenfieber wirklich übermächtig wird, vielleicht auch am Vorabend, was kann ich da tun? Oder direkt vor der Prüfung? Ja, also Schreckensmoment. Zum einen mal, Lampenfieber muss man ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Lampenfieber heißt nur, unser Körper funktioniert. Er sendet einen Fluchtreflex und wir wollen eigentlich davonlaufen. Die wichtigste Methode gegen das Lampenfieber ist die Vorbereitung. Ich sage einmal, gute Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete. Es ist 80-90%. Je öfter ich schon geübt habe, vor Menschen zu stehen, vor anderen zu sprechen, umso geringer wird das Lampenfieber. Also Routine sozusagen vorher sich schon zu holen, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel und ansonsten zur Kenntnis nehmen und sagen, ich bin nervös, das ist so, das ist vollkommen normal und nicht versuchen, das wegzudrücken, dann wird es meistens immer schlimmer. Haben Sie manchmal noch Albträume von Ihrer eigenen Matura? Ja, ich träume tatsächlich immer wieder davon. Immer wieder und zwar ganz interessant, ich träume davon, dass ich wochenlang nicht in der Schule war, überhaupt nicht mehr Französisch kann und plötzlich redet mir auf jemand Französisch an und ich weiß überhaupt nicht, wie diese Sprache funktioniert. Geht mir bis heute so. Aber Sie haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank und deswegen drücke ich allen wirklich ganz feste Daumen und wünsche gutes Gelingen. Wunderbar, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Sehr gerne.